Hallo und herzlich willkommen zurück zu meiner Pokémon Schwarzer Edition 2 Randomizer Nuzlocke. Und Leute, lang ist's her, bis dieser Part endlich aufgetaucht ist. Ich entschuldige mich echt recht herzlich dafür, aber mir ist ja so viel dazwischen gekommen in letzter Zeit, dass es abartig gewesen ist. Und jetzt muss ich erstmal gerade schauen. Ich hatte eigentlich vor, mir diesen Encounter hier in Buch von Ondula schnell zu holen. Oh, das ist cool. Ist das ein Angelspot mit einem geilen Pokémon drin? Da hauen wir doch gleich mal die Angel rein, würde ich sagen, wenn so ein Teil hier auftaucht. Wo haben wir denn die Angel? Haben wir eine Angel? Ich habe die Befürchtung, wir haben gar keine Angel. Ja, geil. Dann mache ich Surfer. Ich probiere es mal. Ah, jetzt ist es natürlich weg. Nein, ich habe es genau encountert. Und es ist ein Pantimimi. Oh Gott. Es gibt bessere Encounter. Okay, Pantimimi, bringen wir es hinter uns. Aber es ist Level 37. Holy. Aber es entwickelt sich ja durch Freundschaft und... Als ob ich ein Pantimos möchte. Mach mal Surfer, das sollte ihn eigentlich nicht killen. Ich meine, Surfer ist nicht mal Step bei Siberio. Los, verletzt sich nochmal selber, das war schön. Oh, nice. Jetzt mach ich nochmal Surfer und dann haut das hin. Jawohl. Ich denke mal, für Pantimimi reicht der Balken so. Ich benutze einen Superball, der ist ein bisschen Cosplay-mäßig für Pantimimi. Und... Ja. War ja auch nicht sonderlich schwer, ein Pantimimi zu fangen, ganz ehrlich. Aber okay, wir haben unseren Encounter von der Bucht von Ondula. Pantimimi, Mime. Oh Gott, ich war zu schnell. Ich vergesse mal, dass... Da das Ding direkt weggeht dann. Aber als ob jemand den Pokédex von Pantimimi wissen will. Okay. Ich würde sagen, dann hätten wir das soweit. Trainer bekämpfen wir da jetzt keine. Wir müssen nämlich eigentlich hier oben weiter. Dann kann ich ein bisschen erzählen, warum ich denn eigentlich hier den Part so spät aufnehme. Und zwar, naja, zum einen lag es daran, dass wir... Na, Moment. Das hier ist mein Weg. Ja, das hätte ich mir sparen können. Ja, ich habe zum einen einen neuen PC bekommen. Was ein ziemlich großer Grund dafür ist, weil da habe ich auf den PC gewartet, um die anderen Let's Play Parts wieder aufzunehmen. Und dann habe ich erstmal das ganze Aufnehmen soweit beendet. Dann hatte ich Geburtstag und habe ein paar andere Games geschenkt bekommen, die in der Service-Game-Welt von heutzutage ein bisschen Zeit in Anspruch genommen haben, die ausführlich zu spielen. Und dann habe ich auch ein bisschen Pokémon vernachlässigt, ganz ehrlich. Und das tut mir halt auch voll leid und so. Aber, wie gesagt, jetzt bin ich wieder da und es ist wieder Pokémon-Time hier. Eine schöne Schwarz-2-Nuzlocke weiterspielen. Oh mein Gott, es macht da Angeberei. Finde ich jetzt gar nicht so geil, mein Freund. Du bist Level 1. Alter, mein Team ist so unterlevelt. Merkt ihr das? Wenn die Trainer schon solche Level hier haben. Oh nein, ich wollte nicht Gift Shock machen. Ich wollte eigentlich Matschbombe machen. Nein! Oha, Alter. Wie er sich auch noch Damage macht. Los, jetzt greif an, bitte. Ja, danke. Jetzt vergifte den Sackgesicht. Oh mein Gott, jetzt schläft das sich ein, dass er nicht vergiftet werden kann. Bist du eigentlich dumm? Aber ich könnte die Zeit, in der er schläft, nutzen, um Sabiroil rauszuholen. Ich habe nur ein bisschen Angst vor einer krassen Eisattacke von ihm. Der hat bestimmt eine Eisattacke. Aber solange er schläft, kann ich das mal machen. Da habe ich Zeit für Egelsamen und vielleicht sogar für eine Runde Megasauger oder so. Da hatte er schon Gigasauger. Boah, ich weiß es schon teilweise gar nicht mehr. Sehen wir ja. Ah, es war ein Megasauger. Ich hatte doch noch recht. Okay. Komm schon.
Hagelsturm. Okay, das ist jetzt nicht die krasse Eisattacke, die mich hier one-hitten könnte. Aber es ist halt schon nervig, einen Hagelsturm im Kampf zu haben. Das muss man halt schon sagen. Boah, ich will jetzt eigentlich nicht... Ach komm, ich mach's jetzt eine Runde noch. Vielleicht macht er eh noch Malerholung, weil er dumm ist. Ja, er macht noch Malerholung. Alter, das ist aber auch ein bisschen nervig, ne? Ich meine... Vor allem hat er jetzt den Hagelsturm abgesetzt. Das kann er schon machen. Das heile ich immer mit Egelsamen nach. So, wieder Megasauger. Komm jetzt. Los jetzt. Schlaf ruhig ein paar Runden mehr. Das schadet dir überhaupt nicht. Obwohl, es schadet dir schon, aber es ist ja gut für mich. Oh mein Gott. Komm, noch zwei Runden schlafen. Dann habe ich dich down. Weil die KI macht jetzt dann sowieso wieder Erholung, sobald er aufwacht und er lebt noch. Dann dauert der Kampf hier noch 3 Stunden. Alter! Genau das habe ich gesagt gerade. Das gibt's doch nicht, ey. Aber jetzt erholt er sich doch nicht komplett, oder? Ah, es erholt sich komplett. Boah. Alter. Aber ich brauche irgendwas anderes, was ihn so wegnatzt. Ich meine, mein sehr effektives Pokémon ist ja im Grunde schon Sappiroil. Ich habe gerade nichts anderes, um Walreiser sehr effektiv zu treffen. Ja, wobei, wenn er ist halt auch Eis, da könnte vielleicht Coverlanzers mit Zertrümmerer, aber das macht halt auch keinen Damage. So mache ich wenigstens noch eine Step-Attacke mit Pflanze. Los jetzt. Nein! Alter! Leute, der Part wird damit verbracht, dieses Walreiser zu töten. Ihr seht, was das Problem hier gerade ist. Das ist ja Wahnsinn. Jetzt sind dann meine AP von Megasauger down. Ich schaue jetzt mal dann nach, was viel Laubklinge abzieht. Boah, warum komme ich nicht vorher drauf, Laubklinge zu machen? Das ist ja viel effektiver. Aber ich habe zum Glück das Glück, dass ich noch in der Nähe des Pokécenters bin. Dann kann ich nochmal kurz zurück, um AP zu regenerieren. Werde ich jetzt auch machen, dass ich den Megasauger wieder komplett habe. Boah! Wisst ihr, ich habe ja diese Großwurzel auf... Ich habe ja diese Großwurzel drauf auf Sappiroil. Und da gehe ich dann irgendwie immer davon aus, dass die durch den Buff von Großwurzel dann Megasauger der deutlich stärkere Angriff sein muss. Aber ich bedenke dann immer nicht, dass es natürlich Pokémon gibt, deren krasse Spezialverteidigung dann vielleicht dafür sorgt, dass dann Megasauger trotzdem nicht so gut ist. Und Laubklinge doch die bessere Attacke wäre. Hm? Ja, ich habe ziemlich oft tatsächlich im Kopf, welche Attacken, also welche Pokémon Spezialangriff-Base-Werte oder Angriff-Base-Werte höher haben. Aber ich vergesse dann dabei meistens die Verteidigungswerte. Die habe ich irgendwie nie im Kopf. Ich weiß aber nicht, welche Pokémon welche Verteidigungswerte aufweisen. Jetzt muss ich mal kurz gucken, ob ich hier einen Encounter habe, aber normal ist das schon eine neue Route hier, oder? Wenn ich jetzt hier reinkomme. Route 13, ja. Dann habe ich hier einen Encounter in der Wiese und ihr seht, das ist eine dunkle Wiese. Und auf den dunklen Wiesen gibt es geilere Pokémon. Ich würde sagen, da fangen wir gleich mal meinen nächsten Encounter. Und ein Lepumentas. Okay, das ist brauchbar. Das ist nicht verkehrt. Jetzt überlege ich nur gerade, wie ich das am besten platt mache, dass es nicht stirbt. Ich mache mal auch wieder Angeberei. Das war ja gar nicht so schlecht. Angeberei ist zwar immer so eine Glückssache, genauso wie Egelsamen, weil sich's halt dann selbst verletzt und das könnte halt auch in die Hose gehen, aber auf jeden Fall geh ich mal hier raus mit Siberio. Das ist ja mal überhaupt nicht gut. Die gute Frage ist, wen ich jetzt reinnehme. Entoron würde ihn höchstwahrscheinlich killen. Ich mach mal jetzt Sappiroil und benutze Egelsamen. Dann lasse ich ihn lieber ein bisschen so über die... Sorry.
Lasse ich nur ein bisschen so über die DOTs dann down gehen. Oh, es ist nicht mehr verwirrt jetzt schon. Alter. Was macht Cosmic Kraft nochmal? Spezialverteidigung erhöhen? Ah, Verteidigung erhöhen. Spezialverteidigung erhöhen. Okay. Okay. Boah, das ist ein Gesteins-Pokémon, ne? Wenn ich jetzt da Megasauger mache... Ich bin mir nicht sicher, Leute. Ich will es jetzt nicht unbedingt killen. Leute, ihr versteht meine Problematik gerade. Ich habe schon zu viele Encounter in dem Spiel hier leider gekillt und will das eigentlich nicht so oft wiederholen, tatsächlich. Gut, ich habe das Glück, dass er immer Kraftteile einsetzt, wenn ich Pokémon wechsle. Damit hätte ich eventuell irgendwann einen Vorteil. Boah, wie er seine Verteidigung bufft. Einerseits ist es gar nicht so schlecht, wenn er seine Verteidigung bufft. Dann kann es nämlich nicht so oft passieren, dass ich es dann kille. Es war jetzt schon eine sehr riskante Nummer mit dem sehr effektiven Angriff, aber... Da jetzt Slimog auch keinen Step und Lichtattacke macht, dachte ich mir, das haut halt schon irgendwie hin. Aber ich benutze mal den Hyperball, vielleicht reicht der schon. Komm schon, hau rein. Und? Jawohl! Gelb hat gereicht, sehr schön. Lepomantas ist auch gefangen. Ich muss mal wieder meinen Pokémon-Pool ein bisschen auffüllen, Leute, ihr versteht das. So oft, wie ich die Encounter schon verkackt habe. Lepumentas, Lehmpuppe. Dieses rätselhafte Pokémon ist aus einer Lehmpuppe entstanden, die vor 20.000 Jahren angefertigt wurde. Ja, cool. Ja, die fünfte Generation hat irgendwie so seriöse Pokédex-Einträge. Da haben manche andere Pokédex-Einträge schon ein paar lustigere... Dinger, wo man sich manchmal ein bisschen facepalmen muss, aber die fünfte Generation, ja, die ist schon ziemlich serious, was das angeht. Da geht's halt schon echt gut. Okay, Leute. Hier haben wir einen Pokémon-Kampf. Hep, hep, hep. Dosch, dosch, dosch. Alter. Diese Trainer-Texte immer, meine Güte. Und nur ein Pokémon, wie der andere auch. Blanas. Oh, Blanas ist ein ziemliches großes Opfer meines Siberio. Da kann ich gleich mein Siberio draußen lassen. Er braucht schon Feuer-Pokémon im Team, wenn man auch Eis haben kann. Hier, Eisstrahl, Blanas. Er ist zwar deutlich höher vom Level her, aber es kann gut sein, dass er trotzdem gewonnen wird. Ah, nicht ganz. Oh, darf ich wegen Folter gleich nicht doppelt angreifen? Ja. Das ist unangenehm. Gut, dann mach mal Finte, kannst du machen. Alter, ich mach jetzt Angeberei. Dann killst du dich nämlich jetzt selber, mein Freund. Und jetzt darf ich nämlich wieder Eisstrahl einsetzen, weil ich einmal eine andere Attacke gemacht habe. Und falls du dich jetzt nicht selber tötest, töte ich dich. Oh mein Gott, wenn Finte jetzt ein Volltreffer wird, kannst du sogar brenzlig werden. Gott! Ich habe jetzt nicht damit gerechnet, aber... Oh Gott... Ja, das war's dann mit Siberio schon, Leute. Das ging ja schnell. Hey, der hat auch Eisstrahl. Das gefällt mir. Aber ich hatte halt einen Step-Eisstrahl im Team. Und jetzt habe ich wieder keinen, der Surfer kann. Ah. Nee, oder? Oder konnte Enteron Surfer? Hey, komm, Leute. Wir sind noch nah genug am Pokécenter, dass ich kurz ein Pokémon wechseln kann. Dann nehme ich nämlich gleich ein anderes ins Team. Oh Gott, ey. Was ist das für ein Mist? Komm, ja, ist gut, ist gut. So. Jetzt lass mich hier gleich mal mein Siberio entfernen. Dann... Ja, ich meine, Siberio war nicht lange in meinem Team. Deswegen werde ich jetzt auch nicht viel Worte über dich verlieren, mein Freund. Das bisschen, was du mir geholfen hast, war okay. Ich habe angefangen, dich lieben zu lernen, aber leider wurdest du frühzeitig von dem Blanas gekillt. Ich hatte halt jetzt echt nicht gedacht, dass da die zweite Attacke kommt, die dann... Ja. Sorry, Siberio.
Und du nimmst mein schönes Level-Item Glücks ein mit. Das finde ich auch nicht so knorke. Okay, was nehme ich? Was braucht mein Team denn? Also ich habe hier Wasser, ich habe Käferstahl, ich habe Pflanze, Gift und Normal. Okay. Dann könnte ich doch fast mal Lepomentas gleich mitnehmen. Bodenpsycho ist doch in Ordnung. Ich meine, wer braucht denn den hier bitte? Sondersensor, Cosmic, Kraftschutzteiler, Kraftteiler. Das Moveset ist halt schon ziemlich beschissen. Aber das wäre jetzt so ein Pokémon, dass ich das noch in dem Levelbereich meines Teams wäre. Ohne dass ich es viel nachleveln müsste. Das ist, glaube ich, jetzt die beste Variante noch, bevor ich irgendein total unterleveltes Pokémon mitnehme. Dann machen wir das nämlich gleich so. Dann nehmen wir jetzt hier mit Lepomentas nach vorne. Dann haben wir das soweit. Oh Mann, ey. Das habe ich jetzt eigentlich nicht so geplant, aber gut. Dann ist es eben so. Gut, dann geht's weiter. Was macht man da vorne? Was ist denn da vorne los? Oh, da ist noch ein Trainer. Und da ist ein Zerschneiderbusch. Habe ich einen Zerschneider? Nein, habe ich nicht. Habe ich auch kein Pokémon, das es kann? Ich meine, ich finde es immer kacke, Zerschneider halt auf irgendeinem Pokémon drauf zu haben. Das ist immer so eine Verschwendung, aber... Ich meine, Alter, da. Letztendlich sind da halt irgendwelche geilen Items manchmal oder so dahinter. Wo ich mir dann schon sage, man könnte es gebrauchen. Oh, Zapirel und Cavalanzas. Oh Mann. Ich glaube, das Problem hatte ich damals schon und deswegen wollte ich es nicht machen. Wenn mir das für die beiden zu schade ist. Ich meine, ich benutze theoretisch Wachstum nicht auf Cavalanzas, auf Zapirel, aber ich will es eigentlich nett wegtun. Oder Käfergebrumm weg für Zerschneider. Ah, du Nadels hat schon eine geile Attacke, ne? Ich meine, Trugschlag, benutze ich Trugschlag. Trugschlag ist gar nicht so sinnlos eigentlich. Gerade für den für das, dass ich den Encounter dann nicht killen will. Komm, ich nehme Käfergebrumm runter. Ist egal. Ich benutze Duo-Nadel sowieso öfter. Machen wir es einfach jetzt. Ist egal. Es tut zwar ein bisschen im Herzen weh, aber wenn hinter dem Zerschneiderbusch irgendwas Sinnvolles ist, dann hat es sich gelohnt. Ein Item. Ja, ein Trank. Okay, ein Trank war jetzt nicht das geilste Item, aber es ist ein Randomizer. Da hätte jedes Item liegen können. Wollte ich nur mal sagen. Ich meine... Jetzt kann man hier hoch und da vorne weiter. Gut, da habe ich keinen Encounter mehr. Das ist fertig soweit. Da ist noch ein Trainer zum Bekämpfen. Komm her. Ich bin ans Äußerste gegangen, um meinen Körper zu stellen. So wie sich das für einen Astrainer eben gehört. Ach, tatsächlich. Ist das nicht eher ein Spruch für einen Schwarzgurt? Naja. Morbites. Ja, ich... hatte gerade noch eine Unlichtattacke. Ah ne, habe ich immer noch. Ich habe ja mein Slimog hier mit Schleuder. Morbites. Was macht man denn mit Morbites? Eine gute Frage. Machen wir mal Slimog. Schmeichler. Ach ja, Schmeichler ist ja das gleiche wie Angeberei, nur mit Spezialangriff. Och nö. Das ist mir jetzt fast zu riskant, wenn der Spezialangriff erhöht kriegt. Ich meine, ich könnte jetzt auch heilen. Und dann hat er mir einfach nur meinen Spezialangriff gebufft. Das finde ich zwar auch ziemlich cool. Das mache ich jetzt auch. Ich nehme jetzt den Hyperheiler auf Slimog. Dann nehme ich nämlich die Verwirrung runter. Heilblockade. Gilt es dann auch für die anderen Items? Dann benutze ich nämlich jetzt Matschbombe. Oh, sehr. Oh, sehr schön. Kann es sein, dass Slimog eine Schwäche gegen Seer hat? Ich meine...
Oh shit. Wenn er sich jetzt selbst verletzt und Tersea trifft, dann wird's brenzlig. Alter, habe ich ein Glück. Und tschüss. Was? Es hat überlebt? Ja, okay, jetzt ist es tot. Aber jetzt trifft er Seer. Ich hoffe, es one-hittet nicht. Schlammwoge. Ah, was ist das für eine Attacke? Greift Pokémon in der Nähe des Anwenders mit einer Schlammwelle an. Diese werden eventuell vergiftet. Meine 95 Schaden ist halt schon hart, ne? Ich meine... So eine komplette Schlammwelle. Boah, ist das geil. Es hat 90. Wirft Schlamm auf das Ziel, dieses wird eventuell vergiftet. Und das hat auch die Chance zu vergiften. Und hat, greift alle Pokémon an. Aber greift in der Nähe des Anwenders. Boah, das greift halt auch meine an, wenn ich in dem Teamkampf bin. Das ist halt schon wieder irgendwie nicht so geil. Ah, nee, dann lass mal's. Das ist mir zu riskant, Mann. Weil wenn, dann wäre die ja nur hilfreich, wenn ich sie in einem Multikampf einsetze. Und dann trifft's, wie gesagt, meine auch. Und das will ich nicht. Okay. Ich kann mich noch vom Seer retten. Das ist schön. Dann nehme ich jetzt ein Pokémon, was nicht von Seer getroffen wird. Oder nicht so schlimm. Außerdem könnte ich auch gleich eins reinschicken, was eventuell ein Smetbo weglegen kann. Boah, was kann ich denn mit Smetbo machen? Ich könnte mit Smetbo... Ah, Enteron machen für Eisattacke. Der Seer übergreift ja, also der wird jetzt dann Enteron treffen, aber das sollte bei Enteron nicht so viel Schaden machen. What? Alter, der Damage war doch noch ziemlich krass. Aber ich glaube, auf Slimog wär's, auf Slimog hätt's ja sehr effektiv getroffen. Das wäre vielleicht noch krasser geworden. Deswegen passt es jetzt soweit. So, und da habe ich jetzt den Eisstrahl parat fürs Metbo. Komm schon. Was machst du denn für ein Mist? Alter, was hat denn das für ein Moveset, Mann? Ist ja voll das nervige Moveset für das Viech. Komm, jetzt geh drauf. Alter, wie es halt wenig abzieht. Ah, okay, es hat auch gerade Bodyguard drauf, muss man sagen. Bodyguard ist halt schon enorm effektiv gerade, um das Pokémon zu schützen. Ich hoffe, dass, hier gerade vielleicht eine Vereisung stattfindet als Debuff. Das wäre auf jeden Fall ziemlich cool für den Battle. Sobald Bodyguard ausläuft, ist es sowieso down. Volles defensive Moveset hatte das Drecksviech. Rückenwind, Bodyguard. Total dumm einfach. Aber gut. Damit hat sich der Kampf wieder erledigt. So geht's. Wie geht's denn da weiter? Da ist noch mehr Strand. Da ist ein Item. Wiederball. Ah, den werde ich nicht brauchen. Ich werde in der Nuzlocke nie ein Pokémon fangen, was ich schon mal gefangen habe. Deswegen wird der Wiederball nie benutzt. Ah, da ist ein Trainer. Ich bin von Grund auf gutmütig. Es gibt nichts, was ich nicht liebe. Ja, okay. Zapladin. Das ist ein Elektrofisch. Was wir davon halten, wissen wir ja. Alter, wie hat der wirklich nur... Psycho-Attacken. Was für ein beschissenes Moveset. Okay, es ist ein Elektrofisch. Was machen wir gegen den? Naja, ich würde sagen Sapiroil, oder? Aber der ist durch das Elektro dann, glaube ich, nicht schwäche Pflanze. Ach Gott. Egal, aber auf jeden Fall ist Sapiroil safe vor dem Viech. Und es hat nicht mal eine Elektroattacke, oder? Ah. Ich hatte es ja auch einfach nicht eingeloggt, weil es keinen Sinn macht gegen Sapiroil. Das macht Sinn. Ladestrahl, es wehrt die Attacke ab. Ah, das ist natürlich bitter. Okay, mach mal Egelsamen. Dann mach mal Megasauger. Ich probiere jetzt einfach immer erst Megasauger aus. Schau, was der bringt. Und wenn er dann ziemlich für den Arsch ist, dann benutze ich, die Laubklinge. Und es macht auch grundsätzlich halt immer Sinn, um sich selber zu heilen. Deswegen, ja...
Aber das hat ja ganz gut funktioniert soweit. Der Angler Ivan, ja, schön für dich, mein Freund. Hey, ich finde es gerade übrigens ziemlich lustig, dass der Angler tatsächlich ein Wasser-Pokémon bekommen hat als Encounter. Okay, dann geht's hier oben weiter. Kann man hier oben überhaupt weiter? Ja, ne? Ich meine... aber hier unten sind halt auch Trainer. Ah, da liegt ein Item. Oh, zu dem Item will ich halt schon hin. Ich gehe mal da hoch. Ah, man muss da, glaube ich, Stärke einsetzen. Alter, ein Zoompex! Als ob ich das nicht fangen darf, weil der Encounter schon verbraucht ist. Ein fucking Zoompex, Mann. Hammer, geil. Ah ja, hab ich Stärke? Oh, ich habe auch keine Stärke. Boah, ich habe meine ganzen VMs noch nicht im Team. Das ist aber echt abartig. Bestimmt kann das jetzt nur Enteron. Ah, nicht mal. Lepumentas, das ist doch mal eine gute Sache. Das gefällt mir. Er hat eh so viele Attacken, die ich loswerden will. Hier, Schutzteiler werde ich nie benutzen. Danke. Hey, das ist gar nicht so schlecht. So, Stärke. Nur wegen dem Item hier mache ich das jetzt, aber das Item kann ja auch gut sein, ne? Man muss es ja nicht... Hier, Stahljuwel. Das ist doch mal eine ganz nette Sache. Aber sind die Juwelen nicht diese Einmal-Dinger, wo man dann einmalig eine Attacke verbessern kann? Das ist ja dann auch wieder dumm. Ein Ohrdoch. Ach, mein Ohrdoch. Ich hab ein Shiny-Ohrdoch in meiner Ultramond. Das ist ziemlich cool. Oh, jetzt hört auf, ihr Encounter. Noch ein Ohr, doch. Ach ja, komm, flüchten. Ich will nicht kämpfen. Ist mir zu nervig. Ich will hier unten mit den Trainern weitermachen. So. Die Schirmdame hier. Ist der Trainertyp Schirmdame? Ich glaube schon. Ich bin ein Mädchen, das mit einem Schirm in der Hand allein am Strand herumsteht. Schenk mir deine Aufmerksamkeit, indem du mit mir kämpfst. Alter, ich schenke mir meine Aufmerksamkeit noch viel anders, Alter, ich sag's dir. Schirmdame Elisabetta. Okay, der Name, Alter. Meryl. Alter, Meryl. Aber ihr wisst ja, was man sagt. Hat man ein Wasser-Pokémon vor sich, hat man mit einem Pflanzen-Pokémon und die Sache ist geritzt. Und wenn das Pflanzen-Pokémon dann auch noch ziemlich gut ist, dann passt das schon. Ja, ich mache schon gerne mal Egelsamen vorher. Vor allem, weil er Wasserring gemacht hat, dann gleicht das gleich wieder den mit dem DOT die Heilung aus. Was sind das für eine Attacke? Hydropumpe? War das gerade Hydropumpe? Ich habe nicht aufgepasst. Aber es sah mächtig nach Hydropumpe aus. Also ein Mary Level 40 kann Hydropumpe können. Das ist durchaus möglich. Abgesehen davon, dass man es in der Regel immer als Azumarill hat auf dem Level, aber der Randomizer möchte das nicht. Der wollte, dass der Gegner einen Meryl hat. Habe ich auch kein Problem damit, ganz ehrlich. Ich würde sagen, jetzt machen wir hier mal die frische Laubklinge und dann ist das Viech down. Und tschüss. Oh, es ist schon ein bisschen angenehm, dass die Trainer hier heute nur ein Pokémon immer haben. Hat schon seine Vorzüge ein bisschen. Mit dem hier. Was ich hier mache, ich bin in Sachen Schatzsuche unterwegs. Ja, Schatzsuche. Das macht total Spaß. Wahnsinn. Erst vorhin habe ich was am Strand gefunden. Vergraben im Sand. Da ich genau sowas aber schon mal gefunden habe, lasse ich es dir. Eine weiße Flöte. Ja, vielen Dank, mein Freund. Morgen gehe ich hier wieder auf Schatzsuche. Wer weiß, vielleicht finde ich ja etwas ganz Tolles. Schau doch einfach mal vorbei, wenn du Zeit hast. Aber verglichen mit früher ist die Zahl der großen Funde stark gesunken. Ja, das ist... Das haben die ja irgendwann, seitdem die Pokémon-Spiele so diese Zeit benutzen, öfter gemacht, dass man so Events hat, wo man jeden Tag was Neues bekommt, wenn man vorbeischaut. Ich finde ja ehrlich gesagt, dass an manchen Dingen, die Team Plasma damals gefordert hat, durchaus was dran ist. Deshalb müssen meine Pokémon auch nicht in Pokébällen leben. Aber dieses Sodamark will mir trotzdem nicht gehorchen. Okay. Seit der Erfindung des Pokéballs kann sich wirklich jeder Pokémon halten. Ganz recht, selbst die fiesesten Typen. Ja, das ist halt bitter. Oh, lauter Angler. Die werden jetzt gefragt.
Mist, jeder hat es... Mist, jetzt hat es mich entdeckt. Es war kurz davor anzubeißen. Da bleibt mir wohl nichts anderes übrig, als mit dir zu kämpfen. Okay. Zwei Pokémon, okay. Auch recht. Ein Grisselia, Alter, komm mal klar. Der Angler hat einfach ein Grisselia. Okay, was mache ich gegen Grisselia? Ich müsste fast... ich komme mal nicht klar, wenn ich genau weiß, dass ich gegen die legendären Pokémon gewisse Probleme haben könnte. Oh Gott, Bodyguard. Ich weiß jetzt schon, dass der Kampf einfach nur nervig wird, wenn er jetzt schon wieder mit Bodyguard kommt. Er wird nämlich Bodyguard immer wieder auffüllen, wenn es ausgelaufen ist. Seher! Oh mein Gott, jetzt muss ich wieder aufpassen. Dass ich nicht das falsche Pokémon bei Seher draußen habe. Oh, ich spam mal ein bisschen Wachstum hier. Oh, meint ihr, der übersteht einen Seher? Oh, ich habe halt kein Pokémon, was... Oh mein Gott, der hat einen Aurora-Strahl. Hilfe! Oh, das ist halt ein Stepseer von Grisselia. Alter, der wird schon krass. Oh Gott, ey. Ich hab überhaupt keinen Bock auf die Scheiße. Ich will den... Ich weiß halt nicht, welches Pokémon... Ah, wurde von Seer getroffen. Oh, bitte nicht! Alter, zum Glück. Boah, ich glaube, Sableye ist ein ziemlich gutes Pokémon, gerade für den Kampf. Es funktioniert unerwartet gut. Und hätte er jetzt Bodyguard nicht drin, wäre es noch ein bisschen chilliger. Aber so passt schon. Boah, okay. Jetzt weiß ich wenigstens, mit was ich relativ gut Seer wegblocken kann. Und zum Glück ist es kein Step-Aurora-Strahl, sonst hätte ich mega krasse Probleme, ich sag's euch. Ach, Sableye ist eigentlich mein Tank, das passt schon. Der hat eh ziemlich gute Verteidigungswerte tatsächlich. Aber ich werde jetzt immer Sableye reinschicken, wenn einer Seer macht. Ich habe gerade gesehen, also wer einen legendären Pokémon Seer überlebt, der ist auf jeden Fall qualifiziert, muss ich sagen. Was zum Geier ist einrollen? Eine Giftattacke. Anwender rollt sich zusammen und sammelt sich. Dabei werden Angriff, Verteidigung und Genauigkeit erhöht. Ich weiß nicht. Da benutze ich schon mein Wachstum weiter. Oh, wie langsam halt der levelt, ey. Ein Anton. Ein fucking Anton. Na gut, immerhin, du bist ein Angler. Das macht sogar Sinn, dass du einen Anton hast. Und tschüss. Die Laubklinge hatte ich leider gewonnen, mein Freund. Tut mir leid. Aber was ich auf jeden Fall sagen kann, an Geld mangelt's mir in dem Spiel halt nicht, ey. Also ich habe noch nie Geldnot verspürt und ich kriege immer so viel Geld nach, dass es eigentlich ziemlich gut immer passt. Okay, ich habe einen Lepomentas gegen einen Lepomentas. Lepomentas ist ein Boden-Pokémon und ein Psycho-Pokémon. Da könnten wir doch glatt mal Entoron rausschicken. Ich gehe mal davon aus, dass das Moveset dieses Lepomentas genauso scheiße ist wie das aus meinem, was ich gefangen habe. Deshalb habe ich jetzt gerade mal überhaupt keine Angst vor dem Drecksviech habe. Aber ich würde jetzt mal sagen, ich mache hier mal die nette kleine Dunkelklaue. Wobei meine Wasserattacke auch treffen würde. Ich mache mal eine Wasserattacke, die ist sinnvoller. Weil die halt auch noch Step ist. Aquawelle, komm. Ja, so sieht's gut aus. Alter, er hat Erdkräfte. Lernt mein Lepomentas dann auch Erdkräfte, wenn es bis Level 40? Weil normal haben die Randomizer-Pokémon doch einfach nur das Moveset, das er per Level aber lernt. In der Regel keine TMs. Okay. Und Leute, ich sehe schon wieder der Timer. Der Timer sagt, wir sollten kurzfristig aufhören mit dem Part. Und deswegen würde ich sagen... Machen wir hier mal Schluss und dann sehen wir uns das nächste Mal, wenn es heißt Pokémon Randomizer Nuzlocke.
Wir sind wieder am Start. Es geht wieder regelmäßig weiter damit. Und ich entschuldige mich nochmal ziemlich groß bei euch, dass jetzt ewig lang nichts kam. Aber jetzt ist wieder Pokémon-Action, Leute. Und bis dahin bedanke ich mich fürs Zusehen, wie immer, und sage ciao und bis zum nächsten Mal.